Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Wreckfest. Mittlerweile hatten wir das März-Update. Und im Prinzip sind viele, Detailveränderungen dazugekommen, Verbesserungen. Unter anderem hat sich aber auch die Karriere ein bisschen verändert. Wie man hier ein bisschen an der Struktur sieht. Die Punkte sind tatsächlich erhöht worden. Es gibt jetzt eine sogenannte Breakfast Challenge. In dem Fall waren es die Rasenmäher, die dazugekommen sind wieder. Die gab es ja früher schon mal, aber die gab es ja dann beide nicht mehr. Und ja, ich bin das Ganze dann auch nochmal neu gefahren, weil meine Punkte teilweise irgendwie so niedrig waren, dass es ein bisschen wenig Punkte waren. Ich hätte zwar das nächste fahren können, aber es war ein bisschen eigenartig. Das Update hat ein bisschen was durcheinander gebracht. Ja, wie gesagt, die National Amateurs machen wir dann wahrscheinlich demnächst. Auch da ist ein bisschen umstrukturiert worden, aber ich das vorher nicht gemacht habe, weiß ich natürlich nicht genau was. Ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal Multiplayer. Auch da gibt es jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel realistischen Schaden zu machen. Mal sehen, ob ich das jetzt dabei haben werde, weiß ich noch nicht. Ansonsten werde ich jetzt erstmal zum Multiplayer wechseln. Tja, und da sind wir auch schon. Wir haben das Dirt Oval. Ja, mal gucken, wie es jetzt diesmal laufen wird. Ich bin schon, wie gesagt, ein paar Runden gefahren. Ich habe ja bei der Karriere Punkte noch gemacht und habe das Gefühl, dass sich auch das Fahrverhalten ein bisschen verändert hat. Was sie auf jeden Fall geändert haben soll, ist das Schadensmodell soll ein bisschen angepasst worden sein. Da habe ich allerdings noch nicht so drauf geachtet. Ich habe das falsche Auto genommen, beziehungsweise ich glaube, ich hätte die Übersetzung ein bisschen ändern müssen. Aber im Moment komme ich ja ganz gut mit. Sollte nicht auf die Bremse drücken, das war ein Fehler. Oh, fuck. Da hängt die ganze Zeit einer sehr nah hinter mir. Sehr schön. Ah nein, jetzt haben sie mich rausgekickt. Oh, schade, es liegt auch gerade so gut. Ja, aber die kicken sich schön gegenseitig raus. Mal gucken, ob wir jetzt wieder rankommen. Warte mal, war Tisch nicht Erster? Jetzt bin ich natürlich mitten im Feld. Jetzt wird es nicht mehr so einfach. Was vor allen Dingen auch verändert worden ist, der Angreifer, also der mit Wucht in den anderen reinfährt, der wird auf jeden Fall weniger Schaden bekommen und deutlich mehr produzieren beim Gegner. Das war zwischendrin ein bisschen eigenartig, weil man teilweise überhaupt wenig Schaden produziert hat, beziehungsweise manchmal auch einfach mehr Schaden kassiert hat, als beim Gegner zu machen. Upsala. Von 15. Ich meine, im Auto geht es jetzt nicht so wahnsinnig gut. Ich möchte eigentlich nur durchkommen, wenn es geht. Oha. Das sollte eigentlich auch möglich sein. Aber wenn die kommen, natürlich wird es schwieriger. Das ist übrigens auf dem Server überhaupt kein Problem. Man kann ja jeder so quasi festlegen, wenn er einen Server aufsetzt. Wird immer so die Regeln reingeschrieben und hier stand eindeutig, macht was ihr wollt. Die Strecke wird zweimal gefahren und danke. Und der Sieger bestimmt die nächste Strecke. Zum Glück bin ich nicht in Gefahr, das zu tun. Ich hätte nämlich überhaupt keine Ahnung, welche Strecke ich haben möchte.
ich langsam einen Drehwurm auf der Strecke. Aber 15 Runden finde ich für so eine Strecke eigentlich in Ordnung, weil da kann man mal ein bisschen was zwischendrin auch wieder aufholen, wenn es nicht ganz so gut gelaufen ist. Beziehungsweise man kann auch mal einfach jemanden rauskicken. Nein, 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 nein! Ah, ich dachte gerade, ich hätte mich da selber noch rausgedrückt, aber es passte gerade so. Und sei das so lala, sehen wir uns beim nächsten Rennen. So, sind wir zurück beim zweiten Rennen. Leider bin ich gerade rausgeflogen und konnte das erste auf dieser Strecke nicht mitfahren. Deswegen keine Ahnung, wie es hier abgegangen ist. Nichtsdestotrotz halten wir einfach mal rein, aber es sind auch 8 Runden, ist okay, da sollte man normalerweise überleben. Es nicht so knapp sein wie beim letzten, beim Dirt Oval. So. Geht doch. Das passt so gerade so. Jetzt hat er... Dadurch, dass er mich so geschnitten hat, habe ich den halt erwischt und musste ein bisschen gegenlenken. Und das war dann dummerweise mein Ende in der Mauer. Aber wir kriegen wohl noch. Oh. Wenn die natürlich vorbeikommen, nicht unbedingt. Aber das ist ja das typische an der 8. Das hat er mit Absicht gemacht. Dafür liegst du auf der Seite, mein Freund. So, bin ich auch noch mitgenommen. Habe ich vorhin noch behauptet, dass es locker zu schaffen, in 8 Runden durchzukommen? Ja, wenn ich so weiterfahre, nicht. Oh, das war knapp. Die schnellsten scheinen sie nicht zu sein da vorne. Hm, sagte er und fuhr volle Kanne gegen die Mauer. So was Blödes. Die hätte ich jetzt locker kriegen können. Naja, immer schön in die Mauer drängen. Das kann ich auch, mein Freund. Ich habe mal kurz abgebremst. Da toll, da hat der andere mich noch erwischt. Ja, ich glaube, das überlebe ich diesmal nicht wirklich. Das war aber auch unnötig. Gucken wir uns mal von außen an. Oh, schön. War ja so eigentlich nicht so gerne. Hat so ein bisschen was vom Strandbuggy gerade, finde ich. So, jetzt bin ich rumgekommen, aber ich fahre doch lieber in der Ansicht. Jetzt bin ich irgendwie mehr gewohnt. Aber der war fast kaputt, den hätte ich nur anhauchen müssen. Allerdings bei mir ist er auch nicht mehr so viel von entfernt. Ist auf jeden Fall noch einiges drin, wenn sie da in der Mitte abgeräumt werden. Allerdings muss ich dann aufhören, immer die Bande mitzunehmen. Ah, okay, eine Position gut gemacht. Oben, ich muss oben rum. Oh, das war knapp. Beziehungsweise hat nicht funktioniert. Schade. Ich meine, die sind halt direkt vor mir. Das sind auf jeden Fall 2 Positionen, die ich gut machen kann. Ich komme einfach nicht gut in die Kurven mit. Dazu kommen noch die Autowracks. Es einem nicht leichter machen. So, außenrum bitte. Danke. Könnt ihr hier vorne nicht erwischen? Oh, so zum Beispiel. So kann man auch eine Position gut machen. Ich habe noch irgendwo einen überholt, kann es sein? Gerade gar nicht gemerkt. Oh, zum Glück, er hat mich nicht erwischt. Zwar Instinkt ist der nächste,
weil ich noch überholen musste. Aber ich glaube, hier ist schon das Ziel. Nee, Moment, das war gerade das Ziel. Ich muss jetzt noch die Gerade runterfahren. Also wenn ich um die Kurve bin, natürlich. Dann bin ich im Ziel. Na, also, geht doch. Boah. Das war ein bisschen knapper, als ich das erwartet hatte. Aber nicht schlecht. Aber würde ich immer, wie immer sagen, wir sehen uns beim nächsten Rennen. So. Ich habe jetzt den Server gewechselt. Ich bin immer bei dem Streckenwechsel rausgeflogen. Und das hat jetzt funktioniert. Allerdings kenne ich diese Strecke jetzt so nicht. Also die Version nicht. Bin gespannt, wie die aussieht. Ja, also wenn ich das richtig sehe, fahren wir jetzt immer hin und her. Und begegnen uns dann unterwegs wieder. Gucken wir, ob wir da überhaupt 5 Runden rumkommen. Das ruckelt aber ein bisschen an mir. Das ist tatsächlich so. Ich hatte es schon befürchtet. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt, ja. Es gibt nur Chaos, klar. Warum auch nicht? Jetzt hat er mich hinten getroffen. Oh, oh, weg hier. Habt ihr mal kurz einen mitgegeben? Nein, ich wollte hier rum. Geht doch weg. Ja, mein Auto ist jetzt schon fast im Eimer. Ja, wie schön durchgereicht worden. Das ist natürlich echt heftig. Oh, da kommen sie schon wieder. Okay, diesmal versuche ich die richtige Seite zu nehmen, so rumzufahren. Aber es gibt noch vielen anderen so, die sind auch schon ziemlich kaputt. So, schön, danke. Nein, nicht da reindrücken! Schweine! Ihr wollt doch nur nicht verlieren! Oh, gut, dass ich rechtzeitig darüber gefahren bin. So, wieder den einen oder anderen irgendwie überholt. Man sieht hier, die ersten Leichen liegen schon rum. Ich möchte auch nur durchkommen mit meinen 13 Pünktchen. Oh, da konnte ich gerade noch ausweichen. So, sehr schön. Wir fahren wieder zurück. Oh nein! Ah, scheint er den noch schiffen können. Aber zumindest hat er wieder einen Platz gut gemacht. Nein! Das ging gerade noch mal gut, Kurve bekommen. Sehr schön. Es ist eigentlich ganz gut gerade ausgegangen für mich. Wenn ich ja nicht zerstört werde. Ich habe nur noch 8 Punkte. Meine Ruf hätte denn da rum. Oh oh. Lass mich vorbei. Sei ein Braver. So. Wieder einen vorgekämpft. Wer auch immer da auf der Strecke geblieben ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist cool eigentlich. Gerade für so ein Spiel wie Red Fest passt diese Strecke echt super. Schön. Gerade noch die Kurve gekriegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh.
Bin ich tatsächlich Erster. Mal sehen, wie lange noch. Jetzt ruckelt es bei mir aber leider. Nein, da finisht er mich an der Stelle, weil ich zu sehr überdreht habe. Sehr schade. Er war das, oder? Ich glaube ja. Na gut, kann man nichts machen. Hat er dann wohl zu Recht gewonnen, würde ich sagen. Wir gucken uns noch kurz seine Siegesfahrt an. Das nur, weil ich da ein bisschen überdreht hatte. Sehr, sehr schade. Naja, also er ist durch. Aber immerhin, zwischendrin war ich mal Erster. Jawohl. Und da tötet er noch fast noch jemanden auf dem Rückweg. Jetzt müssten sie aber eigentlich alle mehr oder weniger durch sein. Ja gut, kann man nichts machen. Damit sind wir durch und auch soweit die Folge mit dem März-Update. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Wreckfest. Bis dahin erstmal, ciao.